Gucken, wie weit wir jetzt kommen. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch die Schuhe. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Rüstung und noch mehr Leben. 200 Leben haben wir nämlich. Guck mal, direkt Boss. Alles klar. Direkt weg. Wir gehen direkt weiter. Wollen wir direkt weitergehen? Ah, komm, wir gehen direkt weiter. Wir wollen die wichtigen Gegenstände haben. Hier, so Kisten zum Beispiel. Die sollen nichts zerstören. Die kommen also da oben in den Ecken. Aua. Du Mistkerl. Ah, lol. Also irgendwie stelle ich mich gerade richtig dumm an. Ja, wenn das so weitergeht, bin ich gleich hier tot. An ganz normalen Monstern. Ist hier Blitz hier was? Nee, ne? Blitz und glitzert. Gehen wir mal hier lang. Aua. Vielleicht bin ich auch einfach zu unvorsichtig. Okay, der macht einen Flucheffekt weg. Das heißt, wir machen hier mal die Karte und dann Fluch weg. Und du, Kollege, alles in Ordnung? Oh, er hat einfach ein Schwert. Er hat einfach ein Schwert bei sich. Gucken wir uns das Schwert doch mal an. Und? Boah, das ist aber. Das Schwert ist extrem langsam. Extrem langsam. Aber jetzt haben wir halt ein Schwert. Das heißt, wir brauchen kein weiteres Schwert. Das heißt, hier von Merkzettel entfernen. Obwohl, warte mal, ich entferne das. Ja, jetzt ist es zu spät. Aber am besten wäre das gewesen. Oder ich packe das Schwert hier oben hin. Da oben verliere ich es ja nicht. Und ein Zettel. Die Golems, die sich in diesen steinernen Hallen herumtreiben, sind sehr robust, aber ihre Bewegungen sind langsam und vorhersehbar. Einigen von ihnen genügt aber nur ein richtiger Treffer, um ihre Opfer zu betäuben. Das ist vor sich gebogen. Oh, hier. Nächster Boss direkt. Ja, wollen wir direkt zum nächsten gehen? Wollen wir direkt zum nächsten Boss gehen? Blitzt hier was? Nee. Hier ja. So, dann machen wir mal den Boss hier easy weg hier. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Oh, haben wir schon wieder keinen Platz? Das gibt's doch gar nicht.
Okay, was schrotten wir? Das und das. So, mal eben heilen hier schön wieder. Oh, herrlich. Herrlich! Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier so allein. Wir haben uns nicht mal voll geheilt. So, aber in den, jetzt Dungeon 3. Da sind wir jetzt das erste Mal. Das allererste Mal. Dungeon 3. Ein weiterer Gegenstand fiel neben der seltsamen Kreatur zu Boden. Etwas einfacher zu verstehen als der Spiegel. Ähnlich unserer Anhänger kann man damit ein Portal nach draußen öffnen, um aus der Dungeon zu entkommen. Aber da ist noch mehr. Dieses Portal bleibt auch nach der Verwendung geöffnet. Das heißt, man kann zwischen den beiden Orten hin und her reisen. Einfach unglaublich. Unglaublich nützlich. Bist du nicht? Aber was soll ich großartig schreiben? Nee, ich meine ja nur, weil das letzte Mal hast du geschrieben um 18.48 Uhr. Dann um 19.13 Uhr, also eine halbe Stunde später und jetzt fast eine Stunde später. Nennen wir diesen Gegenstand auch fürs erste Katalysator. Ein kleiner Tipp. Er verschlingt mehr Gold als unsere Anhänger. Ja, also für 2000 können wir raus. Ne, können wir wieder in die Stadt. Aber wieder zurück hierher. Also quasi Taschen leeren, neue Tränke zum Beispiel kann man dann holen. Hallo! Die Miete ist fällig! Also das Betäuben ist schon cool. Pam pam pam! Autsch! Okay, was haben wir hier? Okay, das da oben ist eigentlich... Das ist Quatsch, das können wir verkaufen. Gegenstand geht kaputt. Wird zu dem... Also hier zum Beispiel so. Das brauchen wir. Lass mal gucken. Warte mal, das kommt hier rein. Das kann hier auch rein. So, das wird verkauft. Das kommt rein, rein. Was ist das? Sendet Gegenstand in gezeigt sofort in den Laden. Okay, was schicken wir denn direkt in den Laden? Diese 10, oder? Ciao. So, und das auch direkt in den Laden. Ja, dann das Schwert direkt in den Laden. So, das Schwert ist jetzt definitiv safe. Warte mal. Die tauschen wir am besten dagegen, so. Und jetzt wird hier mit unserem Gerumsel alles hier verkauft. Bei Rückkehr wird... Okay. Also diese Dinger werden dann zu dem Buch. Weil Ranke, ne? Ist ja am wenigsten wert. Pew, pew, pew. Okay, hier Sackgasse. Vielleicht eine Sackgasse. Lass uns mal gucken, ist hier Geblinze? Nee. Ich weiß. Ja, schön, dass du es weißt.
Okay, langsam wird hier alles voll. Nein! Oh! Zufällig! Also Zufälle gibst du. Ja, dieser eine kann dann weg. Finde ich ein... Oh, oh. Es kommt. Es kommt ziemlich schnell. Aber da oben ist auch noch was. Warte mal, ich will hier rein. Achso, das ist das hier. Okay, tschüss. So, die Bücher haben wir. Okay. Also dieses Monster, ne? Das ist aber auch hier ein Monster. Das Monster ist ein Monster. So, dann wollen wir uns mal ausleeren. Oder warte mal, wir wollen uns hier erstmal ausleeren. Aber hier haben wir gar keinen Platz mehr drin. Aber dadurch, dass wir das Schwert nicht mehr brauchen, ne? So, wir haben ja Sachen zurückgeschickt, ne? Ja, warte mal. Ich habe ja einfach kaum Platz. So, bom, 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 bom. So. Das brauchen wir nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. So, das kann rein, das kann rein, das kann rein, das, das, das und das. Und das und das und das kann wieder raus. Und das kann auch raus. Und das Schwert auch. Weil das Schwert kommt ja woanders hin. Und das kann auch raus. So, das Schwert kommt hier rein. Aber ganz nach unten. Ich finde das Schwert ehrlich gesagt echt scheiße. Weil es so langsam ist. Oh, wir haben jetzt noch eine zweite Tasche. Stimmt. Wir haben ja... Stimmt. Wir haben ja jetzt hier eine größere Tasche. Eine größere Tasche. Eine zweite. Auch hier. Die anscheinend nicht. Oder weil die nicht voll ist. Mal alles nehmen. Und alles rein. Oh, warte. Komm. So, das brauchen wir alles ja noch. So, alles nehmen. Alles rein. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles rein. Ich wollte eigentlich ein bisschen sortieren. Aber... Na okay. Die Schwerter sind jetzt hier unten in der Ecke. Ist auch in Ordnung. So. Guti, guti, gut. Eigentlich können wir ja direkt wieder da rein, ne? Es lohnt sich ja noch nicht zu verkaufen. Komm, wir machen noch eine Runde. Eine Runde geht noch. Dieses Monster ist aber auch ein Monster. Oh ja, oh ja. Eine Runde machen wir noch, dann gibt es eine kleine Pause. Weil... Dann Hunger, Hunger, Hunger. Hallo, ich stehe hier ein bisschen im Weg. Kannst du mal aufhören, hier dein Zeug rumzuspucken? Dann, dann. Guck mal, hier ist auch schon direkt der Boss wieder. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Oh, direkt tot. Geht immer schneller. Habe ich das Gefühl. Einfach so. Weg.
Er muss da weg, sonst komme ich nicht hinter seinem Rücken. Oder ich mach so. Jo. So, nehme ich alles mit. Ein Flug weg. Und da ist auch schon direkt der nächste Boss. Springen wir direkt. Hä? Wo ist denn der Boss? Hä? Boah, da wird doch auch ein Boss angezeigt. Nee, hä? Der hätte doch eigentlich ein Boss sein müssen hier. Das war Verarschung! Ich will mein Geld wieder zurück! Verarschung! Verarschung! Oh oh. Wie kann ich das denn kontern, dass er mich nicht trifft? Einfach hier die Ecke, glaube ich, ne? Ich glaube, bei dem Boss muss man wirklich in die Ecke gehen. In der Ecke wird man nämlich nicht getroffen. Sollten wir uns vielleicht merken. Warte, ich heile mich nochmal eben. Ah. Ding, dum, dum, dum. Guck mal, wir haben uns die ganze Zeit in der zweiten Dungeon aufgehalten. Jetzt rennen wir schon direkt zur dritten. Bis das Monster kommt, dann ist vorbei. Vielleicht hat man irgendwie in den Dungeons nur irgendwie zum Beispiel 5 Minuten Zeit. Und dann kommt das Viech. So, einen Effekt wegmachen. Zack. So, jetzt geht's wieder um das Verkaufen. So, dieser eine Pilz kann weg. Dieses eine Ding kann weg. Und die 4 Ranken können weg. So. Warte. Jetzt kann das alles mit. Ja, du auch. Achso, ich muss tauschen. Warte mal. So. Weil das darf ja nur links oder rechts sein. Hab ich vergessen. Bam, bam, bam. Und zack. Direkt die nächste Kiste. Woo. Okay, hier schickt er einen Gegenstand direkt wieder nach Hause. Direkt wieder nach Hause. Also das da. Hier schickt er einen Gegenstand direkt wieder nach Hause. Und zwar... Warte. Warum stapeln? So. Warte, ich mach mal alles rein. Alles so. Und so. Und bei Rückkehr so. Und das wollen wir natürlich auch mitnehmen. Dafür bleibt... Dafür bleibt der Stahl hier. Beziehungsweise nicht hier, sondern... Guck mal, warum... So. Warte mal. Alles rein. Alles so. Ja. Gut.
Dass die Dinger mal explodieren, dann weiß ich auch noch nicht, wie man die am besten ausweichen kann. Guck mal, diese. Oder so machen. Geht natürlich auch. Blitzt das da in der Mitte? Nee. Ich habe gedacht, vielleicht hieß da wieder was. Zwei solcher Dinger. Also betäuben ist schon echt geil. So, ist hier ein Geheimnis? Gucken? Nein. Geheimnisse, Geheimnisse, ich will Geheimnisse. So, hier geht's auch noch hoch. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier lesen? Kennen wir wahrscheinlich auch schon, ne? Hey. Hallo? Die sind wie Motten, ja, das kennen wir. Ich glaube, die brauche ich wirklich gar nicht lesen. Kennen wir alle schon. Es gibt Happa Happa für Papa. Ja, hoffentlich, ne? Hier geht's rein, guck mal. Hier ist so eine schöne Kiste. Alles rein. Okay, das konnten wir leider nicht rüberschicken. Aber wir haben jetzt wieder ein bisschen Platz. Ja, auf die Kiste habe ich mich doch gefreut. So, jetzt können wir hier wieder alles einsammeln. Ja, komm mal hier bitte gegen den Boden. Jo, danke, vielen Dank. So, hier schön einsammeln. Hier, das sammeln wir natürlich auch ein. Hier, wieder direkt nach Hause will er das geschicken. Ja, dann schickt das direkt nach Hause. Bumm. So, das zerstört. Packen wir mal hier oben hin, weil das zerstört. Okay. Ach so, das will er. Ach, warte mal. Das packe ich mal hier oben hin. Bibi. Bibi. Aua! Was rollt der hier rum? Oh, ich sehe schon, kommt das Monster, kommt gleich wieder. Ich sehe es schon kommen. Hier, komm mal hier gegen. Danke. Achso, war er noch gar nicht. Komm mal hier gegen. Oh, Gehirne! Gehirne! Okay, hier will er auch wieder Sachen nach Hause schicken. Das Problem ist, dass wir ja zu Hause gar keinen Platz mehr haben. Sprich, er kann die Sachen ja nicht nach Hause schicken. Oder? Nee, guck, jetzt fliegt das ja hier rum. Ich kann die Sachen nicht nach Hause schicken. Scheiß. Aber das brauchen wir. Deswegen packen wir das hier rein. Das nehmen wir auch mal mit, weil wir nicht wissen, was das ist. Hier können wir einen Fluch. Dann können wir ja wenigstens gucken, was das ist. Warte mal. Jo. Vier Bücher sind das. So. Hier können wir auch noch was mitnehmen. Ist das nicht dasselbe? Das ist nicht dasselbe. Ach, das ist Golem-Entwürfe Teil 3. Okay, das Buch hätte ich auch gerne noch. Warte mal. Das Buch können wir gar nicht einsammeln. Okay, dann verkaufen wieder hier. Bam, bam. Bam, bam, bam.
Und jetzt können wir wieder mitnehmen. Sammeln. Oh, ich sehe schon, komm, das Viech kommt gleich. Ich sehe es schon kommen, das Viech. Das Viech. Nein, ich werde angepinkelt. Ah, erstmal ein Bad. Ah. Ich habe keine Ahnung, ob hier drinnen so ein Viech kommen kann. Ich traue mich eigentlich gar nicht, zum nächsten Boss zu gehen. Was ist, wenn ich sterbe? Ich weiß ja nicht, was der Boss kann. Und ich habe gerade so schöne Sachen. Habe ich überhaupt schöne Sachen? Warum stackt das hier eigentlich nicht? Zwei Plätze haben wir sogar noch. Okay, wir riskieren den Boss. Okay, hier ist noch kein Boss. Das ist wieder eine Verarschung gewesen. Nein. Ich werde schon wieder angepinkelt. Naja, dann können wir ja hier ein paar Sachen einsammeln. Geht kaputt. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und die verkaufen wir. Muss man ja nicht verschenken, ne? Okay, ich nehme jetzt einen Trank und ab zum Boss. Oh oh. Das ist aber kein normaler Boss. Okay, ich hau doch ab. Der Golem-König. Oh nein, ich trau mich nicht. Was muss ich machen? Auf jeden Fall nicht da drinnen stehen. Okay. Und du? Hallo? Ai! Schnell tothauen! Hier kommt so ein Blubbel an. Da kommt was! Da kommt was! Der bewirft mich mit seinem Penis! Oder was das sein soll. Nehme seine Hand. Hallo. Oh, ich habe so Angst. Okay, ausgewichen. Oh oh. Ich habe keine Tränke mehr. Okay, warte. Mit Glück schaffe ich den vielleicht. Darf nur nicht getroffen werden so oft. Nur getroffen worden. Nein, weg! Nee, das schaffe ich nicht. Schießt er mir wieder hier seinen Pimmel auf den Hals. Huh! Ich möchte mich heilen. Ja, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Komm schon.
Komm schon, nicht aufgeben! Komm schon! Ja! First try! Habe ich ihn erlegt! Okay, wir haben keinen Platz dafür. Wir machen Platz. Super Leistung, ja, finde ich auch. Hab ich toll gemacht. Was ist denn für eine komische Kugel hier? Wie komme ich denn an die Kiste da oben ran? Ah, okay. Okay, hier ist eine Menge drin. Ein Ring zum Beispiel, den wollen wir auf jeden Fall haben. So, da können wir noch ein bisschen aufstacken. Das wollen wir auch mitnehmen. Kommt, dafür kommt... Kommt, scheiß auf das eine Buch. Golem Geschichte 3, Golem Geschichte 1 und Golem Geschichte 2. Die sind alle Geschichten. Entwürfe 3, Entwürfe 2, Entwürfe 1. Diese Bilder und eilig verfassten Notizen erinnern an einen Bauplan. Ein Bauplan für die Golems im Golem-Dungeon. Und weitere Hinweise zur Erschaffung des Körpers eines Golems. Aber nichts darüber, wie man ihnen tatsächlich Leben einhaucht. Endlich Hinweise über die Verwendung von Kraftquellen. Leider ist der Teil, der ihr Einsetzen in der Golem beschreibt, verkratzt. Der König des Steins. Er wurde mit dem größten Energiekristall erfüllt, der gefunden wurde. Diese Entität wird uns immer beschützen. So wie wir den Staub entstiegen, ging es auch den Steinen. Indem wir die Lebensenergie des Bodens nutzen, erschufen wir Stein zum Leben. Der Stein assistierte uns, beschützte uns. Und während unsere Hände ihn auf die Welt brachten, waren es seine, die uns schützten. Ein Ring, der die Gesundheit seines Trägers stärkt. Gleichzeitig aber so schwer wie ein Golem werden lässt. Okay, also wie, warte mal. Wir können den Ring hier ansetzen. Hier, guck mal. Pong. Pong. Warte. 40 Leben kriegen wir dadurch mehr. Aber werden dadurch aber auch langsamer. Aber egal. Aber jetzt haben wir noch Platz für irgendein Buch oder so. Ich will das alles mitnehmen. Das kann ja rein. Das kann rein, das kann rein. Das Gelee kann rein. Ich verzichte jetzt mal hier auf ein paar Sachen, nur um die Bücher mitzunehmen. Die kommen rein, dann kommt das. So. Und den Rest verkaufe ich. Ich lasse natürlich hier nichts liegen. Bum, 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 bum. Und dann... Gehen wir wohl am besten hier raus, wa? Wenn wir jetzt durchs Tor gehen, wird das teurer wahrscheinlich. Teleportieren. Und was ist das für ein Ding? Ist das ein Auge oder so? Und was ist das?
Okay, jetzt würde uns das zurück teleportieren 400 kosten. Wir gehen mal gucken, was da drin ist. Ah ne, zur Stadt, das ist der Ausgang. Jetzt haben wir keinen. Wir haben alles geschafft. Ja, cool. Wir haben 7 Kisten geöffnet. Und der erste Schlüssel ist drin. Du warst das doch, oder, Will? Du hast den Golem-König besiegt. Oh Mann. Da hast du dich wieder unnötig in Gefahr gebracht. Wie? Ein Schloss am Tor hat sich geöffnet? Vielleicht war Pete da doch an etwas dran. Egal. Lass es einfach bleiben. Dein Leben ist kostbarer als das. Pete hat unsere Warnungen auch ignoriert. Und jetzt ist er... Naja. All der Trubel um deine heroischen Taten hat die Stadt offenbar dazu bewegt, den Walddungeon wieder öffnen zu lassen. Nach deinem Sieg über den Golemkönig solltest du dich aber vorerst wieder ein bisschen auf den Laden konzentrieren. Die Leute kennen den Namen Moonlighter jetzt. Das musst du ausnutzen. Schau dich am schwarzen Brett um... Erweitere deinen Namen. Vielleicht findest du ja sogar neues Personal. Ich habe von einem Fremden gehört, der hier einen Laden eröffnen will. Er ist ein bisschen seltsam, verkauft Dekorationen und sowas. Aber vielleicht hast du dafür nach einer Erweiterung ja Verwendung. Übrigens habe ich gehört, dass Andrey von der Vulkanschmiede gerade an einer neuen Ladung neuer Ausrüstung arbeitet. Er erwartet wohl, dass die Leute sich von dir inspirieren lassen und ihm jede Menge neues Material aus dem Walddungeon bringen. Sieh dir an, was er Neues zu bieten hat. Wir wollen doch nicht, dass du noch ins Gras beißt. Ja, dann zeig mal her da. Oh. Walddungeon. Moin. Na, auf der Suche nach neuer Ausrüstung, Kleiner? Und wo ist er neu? Da ist auch nichts neu. Das Einzige, was halt jetzt neu ist, ist ja hier diese zweite Version. Aber das wusste ich ja vorher auch schon. Ding, ding. Okay. Und was haben wir hier neu? Shop. Hier haben wir nichts neu. Hier haben wir auch nichts neu. Was erzählt er denn von neu? Hab Schluck auf. Warum? Alles geschafft. Bam. Ja, alles geschafft. Bam. Oh, was ist hier denn? Lesen. Ah. Oh. So, öffnen. So, das kann rein. Das kann rein. Und das kann raus und das kann raus. Und, achso. Das kann auch rein. Und das kann raus. Und alles rein. Das kann auch raus. Oh Mann, ich will diese Truhe hier voll. Guck mal, wie viele wir davon haben. Ich weiß halt nicht, wie viele wir brauchen. Wir haben, guck mal, 10, 20, 30, 40, 50, 55 davon. Ich glaube nicht, dass wir so viele davon brauchen. Yay. Guck mal, die ist auch schon fast voll. Vor
Von den Geschichten hier haben wir sogar 4 mittlerweile. Können wir alles gut verticken. Für 2800. 2800 sagt er zwar so. Aber das bringt halt auch eine Menge Geld mit sich, ne? So. Wir haben einen Ring. Wir sind gut so weit gekommen. Wir haben jetzt die Wald-Dungeon geöffnet. Aber das, meine lieben Freunde, das sehen wir in der nächsten Aufnahmesession, in der nächsten Folge. Ich sage für YouTube, sage ich schon mal, danke fürs Zuschauen und bis bald.